Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Imp of the Sun, wo wir hier immer noch unterwegs sind. Und ich muss gerade mal wieder rausfinden, wie nochmal die Sonderfähigkeit ging. Da war sie. Okay. Ja, beim letzten Mal haben wir den Dreifachsprung gelernt. Und, ja, so ist es nicht gut. Ich hoffe, das passiert nicht dauerhaft jetzt. Der Ausgang ist versperrt. Du musst den Hebel finden, der diese Holztür öffnet. War das nicht der, den ich bereits gefunden habe? Nein, wahrscheinlich nicht. Da drüben hin komme ich nicht. Okay. Schießen wir den da erstmal gemütlich an. Sehr gut. Ich habe falschen Knopf. Der ist noch wichtig. Ja, der ist noch wichtig. Okay. Wunderbar. Jetzt sind wir hier erstmal drüben. Ich hole mir natürlich zunächst einmal da drüben das Teil. Damit wir auf jeden Fall alle davon mitbekommen, weil die fehlen mir noch. Da oben ist der Hebel, den ich brauche. Und auf jeden Fall noch so ein Artefakt. Davon fehlen mir auch einige. Immer noch. Ich nehme an, ich werde den hier aktivieren müssen und dann da hoch. Doch bevor wir das machen, einmal heilen und direkt wieder auffüllen. Oh, der geht aber schnell hoch. Der geht wirklich sehr schnell hoch. Oh, der war gar nicht so schlecht, oder? Guter Move. Vor allem selbst keinen Damage bekommen. Da durchgekommen. Das heißt, ich habe entweder perfekt getimed oder ich habe ihn noch ordentlich geschlagen. Bin mir nicht sicher. Versteht? Wir haben das hier geholt. Und uns hier diese Pan. Ist das eine Panflöte? Nein, das ist ein Map-Teil. Da fehlt jetzt anscheinend auch nur noch eins. Unten die Mitte fehlt. Wenn ich das richtig sehe. Und wir haben jetzt auf jeden Fall den Ausgang freigeschaltet für uns. Und oben die weitere Passage gemacht. Wobei da unten auch wieder eine kleine, ein kleines Artefakt sehen. Ah, da oben habe ich schon was gesehen. Oh nein. Ich wollte gerade sagen, ich habe eigentlich keinen Grund runterzugehen. Und dann bin ich halt runtergefallen, von daher nehmen wir den noch schnell mit. Ich hoffe auf jeden Fall, ich habe bald wieder die Möglichkeit, ordentlich Kohle auszugeben. Ich bin schon wieder bei 3040. So. Da ist noch was, das ich mitnehme. Wir können, glaube ich, auch ein paar von den Gräsern hier kaputt machen. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Grünes Teil. Ist bei mir schon wieder ein bisschen länger her, dass ich gespielt habe. Ich nehme immer größere Portionen auf. Weil es halt einfach angenehmer ist, als dann nach einer Episode aufzuhören. Außerdem ist man manchmal einfach auch im Flow drin. So. Da drüben ging's runter, gell? So nicht. Da war ein fieser Sprung, gell? Es ist ein fieser Sprung darunter. Ich meine, selbst drüber ist schon nicht so leicht. Aber ich will da unten dieses Artefakt mitnehmen. Ich muss nach oben gehen.
Na also. Das wollte ich doch. Den Sprung hinbekommen. Hat zwar ein paar Anläufe gebraucht. Vor allen Dingen, weil rechts auch die ganzen Spikes sind. Da hatte ich Sorge. Hier werde ich runter müssen. Nehme ich einfach mal an. Na? Na, komme ich da hoch oder nicht? Anscheinend nicht. Doch, ich war einfach nur zu schlecht. So, den haben wir auch erledigt. Da oben ist ein Speicherpunkt, den ich nur sehr gerne mitnehme und vor allen Dingen mit dir auch mal ganz kurz kommunizieren. Ich würde gerne ein bisschen hochstufen, wenn ich darf. Ich meine, ich habe 3000, da kann man sicherlich was machen, oder? Nicht viel. Ich kann hier nur 10 inneres Feuer hinzufügen. Aber bis auf 8000 sparen ist halt auch so eine Geschichte, gell? Wobei, ich verliere die ja nicht, dann speichern wir sie mal. Ah, da ist wieder so ein... Genau, da war sowas. Oh, das ist aber ein neuer, oder? Ah, nee, der war vorher schon mal da, richtig. Ich erinnere mich. RTLT. Okay, das war dumm. Da geht's aber ganz schön runter. Muss man auch mal sagen. Allerdings ist da unten auch wiederum ein Ladeteil. Und wir haben zwei Plattformen da unten. Ich glaube aber auch, dass man da rechts noch runter konnte. Den Weg. Wahrscheinlich führt das irgendwie zusammen. Ich würde den eigentlich gerne noch töten. Weil er mir auch noch mal ein bisschen Stuff gibt hier. Dankeschön. Siehst du? Schon besser. Einmal voll heilen und dann gehen wir da wieder runter in die Höhle, aus der wir gerade gekommen sind. Ich nehme mich auch noch mit. Alles Kleingeld, das zusammen viel bringt. So, hier ging es auch weiter. Oder ist hier komplett Ende? Nein, da geht's weiter. Siehst du mal. Ah, das ist der Weg, den ich eben von links gesehen habe. Also können wir den ignorieren und gehen hier runter. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich bin tot. Ich kann doch welche verlieren. Hätte ich doch ausgeben sollen. Die 3000. Wäre schlauer gewesen. Sie auf mein inneres Feuer zu stellen. Ich weiß nicht mehr, was der Trick war, den er mir da erzählt hatte, den zu töten. Aber wahrscheinlich so, oder umkippen. Ja, das klingt nach einer guten Idee, es so zu machen. Oh mein Gott! Ach, richtig, das war keine Power-Attacke, das war das Heilen. Das war die Heilfähigkeit. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ist das Problem, wenn man dann verschiedene Spiele spielt und dann eben Sachen vergisst?
So. Holen wir uns mal ganz schnell hier die Power. Und das ist weiter so ein Teil. Sehr gut. Habe ich mir jetzt aber auch verdient, würde ich sagen. So wie wir hier runtergesprungen sind und teilweise alles klein gemixelt haben. Hätte natürlich deutlich besser laufen können. Hallo. Ah, mit dir konnte ich irgendwie... Wie war das? Ah, so war das. Ein Tempel wird geöffnet. Und die konnte ich auch irgendwie wegmachen. Nein, so nicht. Nein. So. Genau, wenn ich die Feuerform habe. Gut, ich bleib einfach hier stehen und schlag einfach drauf zu. Dann machen die relativ wenig gegen mich. Heilen brauchen wir aktuell nicht. Also nehmen wir das alles mit. Ich bin überraschend nah rangezoomt. Schön, ein Sammelstück. Tuis Zeremonienmesser. Das sieht da unten eigentlich nach Death aus, oder? Muss trotzdem mal gucken. Es ist tot, ja. Es ist der Tod gewesen. Also muss ich im Prinzip hier wieder weg, nehme ich an. Falscher Knopf. Also nehme ich mal an, ich habe alles hier unten schon erfüllt und gefunden. Weil, nein. Sonst... Wäre da nicht auf einmal einfach nur ein Graben ins Nichts gewesen. So, jetzt kann ich von hier unten wieder hochkommen. Schöner Sprung. Tuis goldener Tempel. Ich hätte eigentlich noch gern oben dieses andere Teil gehabt. Da müsste ich aber oben wieder diese mehreren Gegner töten. Dann den Sprung schaffen. Im Sprung... den Powersprung machen, damit ich weiterkomme und dann im richtigen Moment noch treffen und hier unten auf einen der beiden Dinger landen. Deswegen machen wir das erstmal nicht, sondern wir holen uns, glaube ich, dann doch die... Wobei das innere Feuer ist nicht so besonders. Diese 10 nicht. Ich hätte lieber entweder gerne ein weiteres Herz oder mehr Damage. Und Damage war, glaube ich, bei 4000, wenn ich mich nicht irre. Gucken wir mal. Eine verschlossene Tür. War da rechts noch ein Weg? Ja. Und ein weiteres Artefakt. Quipu 5. Tuis Ehe. Ehre. Nicht Ehe. Ist da was Besonderes drin? Nö. Hallo? Ah, das ist mir ein Endgegner. Was machst du? Ah, er öffnet die Türen. Sehr gut. Ich hatte irgendwie Angst, dass was Schlimmeres passiert. Weil ich gehe stark davon aus, dass das hier jetzt wieder ein Endgegner ist, wie wir es schon mit dem anderen hatten. Ich hoffe, es gibt einen Edelsteinschlüssel über dem Tempel. Oh. Ach, wie heißt gleich hier, als wir im... Als wir im Dingenskirchen waren. Ich komme nicht mehr drauf, wie das Wort heißt. Im Wald. War das ein Wald? Ja, ich würde es wahrscheinlich Wald nennen. So, fahr mal rüber. Peinlich. Hoch. Hoch. So. Einmal anzünden und ausleeren. Alles mitnehmen, was es hier gibt. Wir haben auf jeden Fall da oben wieder einen schützenden Drachen. Ich wusste gar nicht, dass es in der peruanischen... Ist es dann Mythologie? Ich denke schon, dass wir hier uns im Rahmen der Mythologie befinden. Ah ja, okay.
Das werde ich natürlich von hier aus machen. Nope. Und zwar so. Ob es da dann auch Drachen gibt, das wusste ich nicht. Wobei, muss man auch sagen, ich kenne mich da im peruanischen Glauben und der peruanischen Geschichte auch nicht aus. Finde einen Schlüssel. Oh, hallo. So, du fällst runter, oder? Wenn es sein muss. Jawohl. Das wollte ich haben. Und du bist jetzt auch down. Was kommt als nächstes? Zwei von denen. Das ist unverschämt. Wobei, solange der da oben ist, ist es mir eigentlich egal. Weil gegen einen alleine komme ich ohne Probleme klar. Jetzt, du kommst nicht runter. Doch, tust du. Hätte mich auch gewundert. Du, fall mal ganz kurz bitte down. Und jetzt machen wir dich hier mal ganz kurz platt. So, jetzt machen wir ganz kurz den hier, weil wir genau drei Schaden haben. Und drei Schaden heißt automatisch wieder volles Heilen mit der Powerfähigkeit. Nehme ich also gerne mit. Okay, da hast du mich ein bisschen blöd erwischt. Das gebe ich dir zu. Den gebe ich dir, den Hit. Aber ansonsten sollte das kein Problem sein. Da ist der Schlüssel. Machst du rechts den Weg auf? Den machst du mir auf. Aber da will ich, glaube ich, erstmal nicht hin, so wie das klingt. Könnte ich da runter? Nö. Ich könnte hier gar nicht runter, selbst wenn ich es wollte. Zumindest wüsste ich nicht wie. Aber wir können ja links lang gehen. Also machen wir das da. Ich will nicht ganz runterfallen, aber ich muss, weil hier noch offen, noch geschlossen ist. Außer Rauch, siehst du mal. Da komme ich nicht hin. Sprich, wir müssen hier runter. Wir kommen relativ gut durch. Ich glaube, ich will doch mal da runter. Zu diesem Augending. Wenn ich mir das genauer anschaue. Das scheint gut zu sein. Es wirkte zumindest. Ach so, klar. Ja, das war ja auch beim anderen notwendig. Bei dem anderen Endgegner. Dass man seine beiden Augen brauchte. Vorher konnte man ja gar nicht gegen ihn kämpfen. Schöner Hit. So, das war der Weg. Jetzt gehen wir hier rüber. Weil hier drüben geht es ja weiter. Nehme ich an. Oder kommen wir jetzt doch wieder zurück zum Anfang? Das ist hier. Okay. Zurück beim Anfang, was das hier angeht. Es geht natürlich wahrscheinlich noch da drüben weiter. Weiter rechts oben. Oder wir kommen da irgendwann wieder hin. Aua. Der war nicht nett. So. Leben bekommen. Kann ich da runterfallen oder nicht? Kann ich, sollte man nicht. Aber gut. Interessanter Sturz war das auf jeden Fall. Weil ich glaube nicht, dass der Weg so exakt geplant war. Das kann mir zumindest keiner erzählen. Da von rechts kommt schon einer, das haben wir gesehen. Wie es allerdings weitergehen wird, seht ihr erst beim nächsten Mal. Wir heilen uns ganz kurz wieder voll. Soweit es geht, dafür springe ich hier rüber. Nehmt den mit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen.